Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Was kommt nach der Ära Merkel und wer kümmert sich um die drängenden Aufgaben unserer Zeit? Auch wir Freien Wähler sind zur Bundestagswahl angetreten und ich darf mich bei euch sehr herzlich für euer Vertrauen bedanken. Zwar hat es mit dem Einzug ins Bundesparlament noch nicht geklappt, doch allein in Bayern konnten wir unseren Stimmenanteil von 2,7 auf 7,5% steigern. Das ist ein riesiger Erfolg und motiviert uns umso mehr, wichtige Zukunftsaufgaben auch in Bayern so rasch wie möglich anzugehen. Ganz oben das Klima. Hier wollen wir den wachsenden Bürgerunmut über die umstrittene 10H-Regel ins Maximilianeum tragen. Denn damit bremst die CSU die Windkraft seit Jahren aus. Doch auch bei unseren Koalitionspartner gibt es Bewegung. Das werden wir nutzen, um die Windkraft im Freistaat wiederzubeleben. Auch wie ihr von A nach B kommt, ist uns wichtig, gerade im ländlichen Raum. Wir sagen Mobilitätswende und mehr Elektromobilität, ja. Und sie muss bezahlbar bleiben. Deshalb werden wir uns angesichts drastischer steigender Benzinpreise für eine Erhöhung der Pendlerpauschale einsetzen und weiter auf Technologieoffenheit auch für moderne Verbrenner pochen. Thema Bildung. Bei unserer Herbstklausurtagung vorletzte Woche in Bad Windsheim haben wir eine Stärkung der Mittelschulen beschlossen. Auch hier soll der ländliche Raum besonders profitieren, damit die Menschen nicht gezwungen sind, in die ohnehin schon überhitzten Metropolen des Freistaats umzuziehen. Und ihr habt es sicher auch schon beim Wocheneinkauf gespürt. Die Verbraucherpreise haben deutlich angezogen. Alles wird teurer. Deshalb beschäftigen wir uns im Finanzausschuss gleich in dieser ersten Woche nach der Sommerpause mit der wachsenden Inflation und wie wir den Wert unseres Geldes im Portemonnaie stabilisieren können. Last but not least, die Landwirtschaft. Der Erhalt bäuerlicher Familienbetriebe ist für uns nicht verhandelbar. Wir wollen unseren Agrarwirten genügend Planungssicherheit geben, um eine langfristige Versorgung mit hochwertigen regionalen Lebensmitteln zu garantieren. Doch auch hier benötigen wir eine angemessene politische Unterstützung aus Berlin und das möglichst bald. Übrigens, nach der Bundestagswahl 2017 dauerte es fast ein halbes Jahr, bis das letzte Kabinett Merkel vereidigt werden konnte. Angesichts der gewaltigen Aufgaben, vor denen Bayern und Deutschland heute stehen, hoffe ich, dass sich die künftige Berliner Koalitionäre deutlich schneller einig werden. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.